Es ist da nicht drin. Das Kuckuck. Die Kuckucksuhr hatte eins und wir hatten das nicht? Anscheinend. Boah. Oh, da versteckt sich ja ein Rätsel. Schaut nur. Wahrscheinlich das Oberrätsel des Superschnüfflers. Hm. Hm. Die Antwort wäre binomische Formel wegen der Abkürzung BF. Oh. Oh, das ist genauso wie mit dem Seekabel. Seekabel plus B-Quadrat gleich C-Quadrat oder sowas. Weil Seekabel ist ein A-Quadrat. Ja, ja. Oh Mann. Oh, hä? Ja. Das sagt mir was. Ja. Das kenne ich. Ja. Okay, Uhr und zwei Kugeln. Das Ziel ist es, alle Kugeln in die entsprechenden Bereiche der Uhr zu bewegen. Also welche, wohin? Achso, ja, einfach tauschen, ne? Wollen wir es gleich? Warte, ich will erstmal durchgehen. Ah. Zahlen auf der Uhr sind Barrieren, die nicht passiert werden können. Du kannst auch keine andere Kugeln überspringen. Ja, ja, okay. Alles klar. Okay. Überhaupt. Achso, ja, klar geht das. Eigentlich ist es ja kein schweres Rätsel oder so. Mhm. Ah, doch. In einer Hinsicht schon. Ich muss immer so viel durchklicken. Ja. So, das Einzige, was nervt. Ja. Also schlussfolgern. Kann natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Ja, du bist ja auch gleich fertig. Ja, es ist immer nur so viel rumgeklicke. Ja, also da geht es wahrscheinlich darum, effizient zu klicken. So, ja, und ja. Möglichst... Ja, immer nur so viel klick, 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 los. Na. Ja. Lücke. Ach ja. Ja, die binomischen Formeln, die kenne ich auch noch. Nee. Doch. Die habe ich nie auswendig gelernt. Wie war denn das nochmal? Wie war denn nochmal... Das war nochmal A plus B mal A minus B. Da war doch, glaube ich, das war dann am Ende A Quadrat plus B Quadrat, genau. Da habe ich mir immer ein Lesezeichen in meiner Formelsammlung gemacht. Das war immer du, nee. Und A minus B zum Quadrat war, glaube ich, A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Wenn ich mich nicht irre. So, umschalten und wieder zum aktuellen Fall. Cool gekugelt! Gute Arbeit. Ja, genau, umschalten.
130 gerätselte Lösungen. Ein Interieur-Ticket haben wir bekommen. Ja. Inspektor Hastings ist eindeutig ein vielbeschäftigter Mann, nicht wahr? Jedenfalls zu beschäftigt zum Aufräumen. So viel steht fest. Oder er ist einfach nur ein fauler Hund. Ha ha ha, Hund. Ein fauler Hund. Ha ha ha. So. Na, überspeichern wir das gleich mal. Blub. Das binomische Rätsel auch gelöst. So, jetzt wieder ab zu Ernest. Mhm. Catriel war wegen einer anderen Sache ohnehin gerade wieder... Wir wissen es ja noch. Ja. So, jetzt können wir eigentlich dann weiter. Mhm. Wir haben ja hier alles. Das Herz der Londoner Polizei. Und das ist ihre Lunge. Wie kommt man von hier aus am besten zur Universität? Oh, einfach mir nach, Miss Layton. Potzblitz, wird das Ihr erster Besuch in Gressenheller, Miss Layton? Nein, ich war da als Kind ziemlich oft. Ist aber eine Weile her. Ich möchte nicht drüber reden. Ja. Und von hier aus bin ich nie hingegangen. Keine Ahnung, wo das lang geht. Gut, Miss Layton. Keine Sorge, wir sind im Nu da. Oh, Samuel! Oh, hat kein Rätsel. Wenn ich mich nicht täusche, und das tue ich nie, war das da gerade der ehrenswerte Inspektor Hastings. Und wenn ich mich nicht täusche, und wie Sie wissen, kommt das nicht oft vor, dann ermittelt er wohl gerade, der alte Sammy wittert einen Kriminalfall. In diesem Fall wartet hier vielleicht die Schlagzeile für die Morgenausgabe. Wie bitte? Die Morgenausgabe? Meine Güte, was wenn die Medien davon Wind bekommen? Miss Layton, mein Gesicht wäre auf jedem Titelblatt in ganz London. Ja, dann wäre dein Gesicht wenigstens mal zu etwas Nütze. Zum einen, wie bereits gesagt, Catriel. Und zum anderen ist das nicht fürs Titelblatt höchstens mal eine Seite 3. Seite 3 ist doch bei gewissen Zeitungen die Seite für die nackten Frauen. Ja. Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall seltener auf der Titelseite. Ja, was? Beim Playboy? Ich dachte jetzt eigentlich die Bild. Ah. Haben die überhaupt noch nackte Frauen? Ich lese die ja nicht, ich kann ja, das nicht wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer gehört, da gibt's eine Seite 3. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die fangen nach der Seite 2 gleich mit der 4, machen sie da weiter. Weiß ich nicht. Meinst du wirklich, Miss Layton? Ich hab gesagt, Catriel! Ja. So, Hydrant. Nein, hat nichts. Hier muss doch bestimmt irgendwo noch Hinweismünzenkram sein. Big Ben Rätsel! Big Ben Rätsel! Boah, immer der Big Ben. Eigentlich ist es ja der Elizabeth Tower. Ja. Ach, ich stecke in einer solchen Zwickmühle, aber die Welt dreht sich weiter. Die Uhr tickt und tickt und tickt und tickt und tickt und tickt. Ich hab einen Tick. Niemanden interessiert es. Meine Güte, wie das wohl wäre, wenn die Uhr im Elizabeth Tower stehen bleiben würde. Das wäre ja schrecklich. Ja, weil es ist ja noch nie auf der Welt eine Uhr stehen geblieben. Tut mir leid, das stimmt natürlich. Auf der ganzen Welt passieren schlimmere Sachen. Mir geht es im Augenblick eben nicht so gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Könnte dich hier in Weze vielleicht aufmuntern? Nein, nein, gar nicht. Ändern. Klar machen zum Ändern. So. Oh nein, nicht schon wieder. Der Professor hat ein kniffliges Rätsel für dich. 3, 95, plus 1 ergibt angeblich 0. Unendlich mal 3 minus 95 mal unendlich plus 1 ergibt 0.
Nein, keine Ahnung. Okay. Welche Zahlen gehören in die leeren Felder? Moment, Zahlen? Ja. Zahlen? Irgendwas plus... Ja, ja. Das ist doch wieder so ein ganz dämliches Ding. Ja, ja, ist es auch. Minus 1 plus 1 ergibt ja eigentlich 0, aber ja, wie will man auf minus 1 kommen? Ja. Professor hat das. Also ich gehe diesmal, also diesmal steht nichts im Rätsel von einem englischen Wort. Ja. Gar nicht. Ja. Hinweis? Ja, damit wir mal wissen, ob es ein englisches Wort ist. Ach, die Nummern bilden keine sechsstellige Zahl, sondern ein Zahlengebilde, das man manchmal auch bei sich trägt. Zahlengebilde trägt man denn bei sich? Was denn nochmal? Nein. Ich hab's. Trag ich's bei mir? Ich glaube nicht. Normalerweise? Trage ich es normalerweise bei mir? Nein. Ich glaube, du trägst es normalerweise nicht bei dir. Habe ich das denn? Ich sage mal so, jeder hat das in irgendeiner Form, aber in der Form. Also im Grunde, du würdest es eigentlich auch bei dir tragen. Überall, so ziemlich überall. Nur nicht so in der Form, wie ich es zum Beispiel bei mir trage. Haare, Bart, was? Nein. Was? Ich im Grunde reibe ich mir den Bart schon aus einem bestimmten Grund. Ja, Bart. Nee, Haare. Du solltest woanders drauf achten. Was noch in deinem Blickfeld jetzt dadurch ist. Uhr? Wie eine Uhr? Wie kann man denn da aus einer Uhr machen? Ach, komm schon. Was willst du von mir? Na? Damit. Du weißt es jetzt, ja? Nein. Nein? Nein. 9? Ist ganz einfach. Sobald die Lösung da ist.
Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Das vielleicht... Kann natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Ja, ich glaube, ich sollte mal wieder versuchen, irgendwie daran rumzuspielen, dass das eventuell wieder schneller geht. So. Jetzt gucken wir uns an, warum. Bim bam. Die Zahlen ergeben eine Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden. Nur noch eine Sekunde bis morgen. Genau das ist... Und woher soll man wissen, dass das 1 eine Sekunde ist? Schwierig zu sagen, aber ich hab's ja auch schließlich irgendwie noch hinbekommen. Nee, weil man es bei sich trägt. Eine Minute oder eine Stunde? Wenn man jetzt in Sekunden nur... Ja, also wenn man davon ausgeht... Eigentlich müsste diese Zahl, die da steht... dürfte die nicht sein 23, 59, 59, sondern 87.599. Ja, das wäre noch einfacher gewesen, da wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen. Echt jetzt? Du weißt das? Ja. Nee, Moment, habe ich 86.399, so. Ja. Entschuldigung, weil der Tag hat ja 86.400 Sekunden. Ja. Konnte ich mir gut merken, wegen 8, 6, 4. So. Ja. Aber dann kam keine 2, sondern eine 0. Und dann noch eine 0. Ja. Das habe ich tatsächlich mal nur über ein Wissensquiz, was ich stupide auswendig gelernt habe, mir behalten. Da waren noch andere Sachen dabei. Da habe ich was erfahren über die blaue Moschee, glaube ich. Ah, oh, okay. Wo die steht. Ja. Ich glaube, das war die blaue. In Istanbul? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, da waren haufenweise Wissensfragen.